Ja, es ist eine spezielle Situation. Er ist heute gelaufen. Dann haben wir ihn allerdings wieder nach Hause geschickt, aber nicht, weil wir noch, ja, ich dachte, es ist noch anstrengend, weil wir praktisch aufgrund der Enge unserer Termine gar kein Risiko eingehen wollten. Deswegen schläft er nochmal zu Hause, wird morgen früh am Training teilnehmen und dann werden wir entscheiden, was wir machen, je nachdem, wie das aussieht. Ein bisschen Hoffnung besteht also noch. Ist derjenige der, der das geschrieben hat? Vielleicht kann er es erklären. Этот, кто это написал, он здесь. Может быть, он объяснит, как это он имеет в виду. Вопрос был, это было написано в прессе. DPA nicht da. Aber der Kollege, der es geschrieben hat, hat sich verkrümelt, oder was? Das sieht man, wie schnell es geht, würde ich sagen. Das ist so der Fluch der guten Tat, dass irgendwie, das, ich weiß nicht, vielleicht ist der Kollege von der DPA, hat jetzt dieses Jahr Schreiben angefangen, oder sonst was. Das ist auf jeden Fall so, dass ich das echt hart finde. Also ich habe auch schon irgendwo gelesen, dass wenn man nicht weiterkommen ist, dann ist es eine verlorene Saison und so weiter. Das ist echt hart. Und ich glaube, ihr solltet euch alle mal ein bisschen disziplinieren diesbezüglich. Einfach weil wir haben im Moment die Möglichkeit, in der Bundesliga Platz 2 zu erreichen. Das ist ein Ziel, von dem wir vor 3 Jahren nicht gewagt hätten zu träumen, dass wir das erreichen können, realistisch. Und ein Jahr ohne Titel dann als verlorenes Jahr zu bezeichnen oder dieses Spiel, ich kann mir das Wort leider nicht merken, wahrscheinlich Ehrenrettung, glaube ich fast, gell? Also das Spiel zur Ehrenrettung hoch zu pushen, das entzieht sich völlig, also da bin ich nicht intelligent genug für, um das zu verstehen, ehrlich gesagt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel für uns, aber nur, weil wir ein großes Ziel erreichen können und nicht, weil wir andere verpasste Ziele irgendwie damit kaschieren wollen. Und das ist die Art, wie wir an die Sache rangehen. Und jeder, der das verstehen will und wer uns verstehen will diesbezüglich, der kann das auch. Und wer glaubt, wir müssen durch die 3 gewonnenen Titel in den letzten 2 Jahren eine völlig andere Rolle spielen, ja, dem kann ich nicht helfen. Herr Klopp, wie würden Sie das einschätzen nach dem Einstand in Schachtür, jetzt das Spiel morgen? Schwer. Тяжело. Für beide Mannschaften schwer. Wir haben, glaube ich, in dem Spiel gesehen, dass wir nicht grundlos beide weitergekommen sind, sondern dass da richtig hohe Qualität am Start ist. Und uns ist keine Entscheidung gefallen. Wir haben den Basis gelegt, genauso wie sie Schachtür gelegt hat. Ich glaube, unsere ist ein kleines bisschen besser, aber das ist auch schon alles. Und wir wissen jetzt mehr über den Gegner. Der Gegner weiß mehr über uns. Wir können uns richtig einschätzen. Jetzt werden die Visiere hochgeklappt und morgen geht's los. Mario, die Aussicht ins Viertelfinale einziehen zu können an einem Dienstagabend hier in Dortmund im Rückspiel, was löst das bei dir aus? Ja, ist natürlich großartig. Ich glaube, wir haben auswärts eine gute Basis gelegt. Wir freuen uns, denke ich, alle auf das Spiel morgen Abend. Es wird interessant werden. Wir haben im Hinspiel gemerkt, dass sie eine riesen Qualität haben, dass sie offensiv eine sehr, sehr gute Qualität haben, dass sie 2 Tore geschossen haben gegen uns. Und ja, wir durch vielleicht auch einfache Fehler 2 Tore bekommen haben. Aber ja, es wird ein interessantes Spiel. Wir freuen uns darauf und ich denke, ja, wir haben einen ganz kleinen Vorteil zu Hause und den wollen wir möglichst nutzen. Und ja, wir freuen uns, denke ich, auf das Spiel und haben eine großartige Chance. Wie sieht's aus mit den anderen? Sind die alle fit? Jürgen, Mats еще не решено играет, он завтра не играет. А что ты можешь сказать о остальных игроков завтра? Ja. Да. Я думаю, вы все поняли. Да. Все нормально. Mario, ihr habt in dieser Saison den nächsten Schritt gemacht in der Champions League. Wie bewertest du diesen Schritt und die Entwicklung, die ihr gemacht habt, einmal als Mannschaft, aber auch bei dir persönlich auf internationaler Ebene? Ja, in den letzten 2 Jahren, denke ich, haben wir international nicht ganz so gut gespielt, zumindest nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Dieses Jahr in der Gruppe, ich denke, da waren wir alle ja, sehr, sehr zufrieden und haben sehr gute Leistungen gezeigt. Und ja, sind auch verdient ins Achtelfinale eingezogen und deshalb, ja, es ist, denke ich, eine großartige Entwicklung der Mannschaft und auch jedes einzelnen Spielers innerhalb der Mannschaft und ich denke, wir können
sehr selbstbewusst morgen in das Spiel gehen und sehen einfach eine große Chance für uns. Und ja, ich denke, es ist für jeden Spieler hier in unserer Mannschaft ein Traum, wenn wir eine Runde weiterkommen würden. Für mich persönlich natürlich auch. Ich denke, ich habe in meiner Kindheit oft davon geträumt, möglichst weit in der Champions League zu kommen. Und es ist ein großartiger Wettbewerb. Und deshalb freue ich mich einfach morgen auf das Spiel. Was wissen Sie über die Stadt Donetsk außerhalb von Fußball? Вопрос был, что вы можете сказать про город Донецк, который, ну, не имеет с футболом ничего? Что вы можете сказать? Kann Mario sich mehr zu sagen. Вопрос относился к двоим. Может, Юрген сказал, может быть, Марио больше скажет. Nein, also das ist der klassische Fall. Wir haben uns jetzt nicht irgendwie großartig informiert über die Stadt. Ich glaube, das war nicht unbedingt unsere Aufgabe. Wir waren da und Wetter war genauso schlecht wie in Dortmund, das haben wir festgestellt. Ansonsten wissen wir was über die Region, aber das ist nicht unser Auftrag. Ich war in meinem Leben, glaube ich, schon 30 oder 40 Mal wegen Fußball in Berlin und habe trotzdem recht wenig gesehen. Das geht uns also mit Donetsk genauso wie mit unserer eigenen Hauptstadt. Wir sind nicht da auf Sightseeing-Tour, sondern wir kennen meistens nur das Hotel und das Stadion. Und die waren beide klasse, das muss man sagen. Herr Klopp, können Sie Michael Lucescu morgen überraschen mit dem Pass? Der вопрос был от коллеги из Румынии. Может ли мистер завтра сделать что-то, сюрприз какой-нибудь вам предоставить? Möglicherweise könnte er das. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn machen würde, weil es geht nicht darum, den Gegner oder dass der Trainer des Gegners oder ich Herrn Lucescu mit irgendeiner taktischen Maßnahme überrasche, sondern es geht darum, was die Jungs, die auf dem Platz stehen, anschließend von ihrem Potenzial abrufen können und wie viele Probleme man dem Gegner bereiten kann. Das ist viel entscheidender. Im Fußball wird gemeinhin überschätzt, wie stark man abhängig ist von dem einen oder dem anderen Spieler. Sicher möchte man immer alle mit an Bord haben, aber es geht dann tatsächlich darum, wie die Elf, die auf dem Platz stehen, sich verhalten. Und das ist das Entscheidende. Und er hat den Vorteil uns gegenüber, dass wir konnten keine 10 Spiele beobachten. Er konnte uns in München sehen. Da haben wir clevererweise nicht alles gezeigt, was wir so drauf haben. Ja, das heißt, möglicherweise überraschen wir ihn damit, dass wir doch ein bisschen besser spielen können, als wir es gegen München getan haben. Sollten wir allerdings auch. Ich bin neugierig, was die Position von Robert Lewandowski angeht, der ja sehr gut auch ein Stück weit zurückgezogen gespielt hat. Das hat er in früheren Jahren ja schon getan. Vielleicht lassen Sie uns ein bisschen Anteil haben, was da die Strategie angeht, was die Aufstellung angeht, die Offensivformation. Вопрос был, что вы можете сказать про позицию Левандовского, где вы думаете, он будет завтра играть? Может быть, вы немножко скажете стратегию, какую вы с ним? Auf gar keinen Fall. Ничего не скажу. Sehen Sie Potenzial Ihrer Mannschaft in dieser Saison den Turnier zu gewinnen? Das interessiert uns heute überhaupt nicht. Ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann im Sport, ist irgendwie über die eigentliche Aufgabe hinaus irgendwie zu denken oder zu träumen. Vor allem, wenn es so schwer ist wie unsere morgen. Haben wir überhaupt nichts mit zu tun. Die einzige Möglichkeit, über dieses Thema irgendwann nachzudenken, wäre, eine Runde weiterzukommen. Und nur darum geht's. Die ukrainische Presse schreibt über das morgige Spiel, das ist das Spiel des Jahres. Wie denken Sie darüber? Definitiv, ja. Für uns auch. Ja, für uns auch, natürlich. Wobei es gab ja auch noch nicht so viele Spiele für Donetsk in diesem Jahr. Ну я могу сказать, что для Донецка еще не так много игр было в этом году. Aber für uns auch, absolut. Wir waren noch nie in dieser Konstellation im Viertelfinale und alles, was wir bisher gemeinsam das erste Mal erlebt haben, war immer besonders schön und dementsprechend möchten wir ganz, ganz gerne was ganz Besonderes aus dem morgigen Spiel machen und zwar ganz besonders positiv. Im Hinspiel in Donetsk, Abwehrfehler haben dazu geführt, die 2 Tore zu bekommen. Jetzt, wenn der Mats Hummels fehlt, machen Sie sich da Sorgen oder wie planen Sie das besser zu machen? Вопрос был, в первом матче в Донецке было несколько ошибок со стороны обороны. Завтра не будет играть Макс Хуммель. Что вы можете сказать насчет обороны завтра?
Ich habe überhaupt keine Sorgen, dass wir Fehler machen könnten. Ganz im Gegenteil, Fußball ohne Fehler gibt es nicht. Es geht immer darum, dass du so viel richtig machst, dass die paar Fehler, die du machst, nicht so in die Waagschale fallen. Und das ist uns in Donetsk nur teilweise gelungen. Aber die beiden Tore, diesen Fehler, also wir haben schon viele Fehler gemacht, seit ich drin bin. Die beiden, dass die Mauer sich so stellt, dass der Torwart nicht sieht und dass zwei Verteidiger nach dem Motto, nimm durch, haben sicher agieren. Nur gut, das haben wir schon mal gehabt, die gleichen Protagonisten sogar gegen Stuttgart, aber das passiert trotzdem nur alle paar Jahre. Und deshalb mache ich mir um diese Fehler keine Sorgen. Und wenn Mats nicht kann, dann kann er nicht. Dann werden wir trotzdem stark sein. Yeah.